haben die Fans von Honda warten müssen, um den kompakten SUV wieder ansehen zu dürfen. Der letzte HR-V datiert von 2006. Schlager oder Tendenz? Honda hat nicht die Gewohnheit, sich nach anderen zu richten. Mit 4,30 Meter lang und 1,77 Meter breit ist er etwas länger als die Mehrheit seiner Konkurrenten, wie Opel Mokka, Renault Captur, Peugeot 2008 oder Fiat 500X. Dieser Markt ist in der Schweiz wichtig, weil er ungefähr 18% der verkauften Fahrzeuge vertritt. Also, hier muss man nicht Falsches machen. Die Frontlinie schließt sich am neuen Gesicht von Honda an. Man sieht hier das breite Lächeln des Grills, der durch einen chromierten Ring überwunden wurde und zu den Optiken führt. Das Design ist nicht nur aktuell, sondern es verfügt auch über ein High-Beam-Support-System, getauftes Verwaltungssystem. Letzterer verwaltet die Intensität der Beleuchtung gemäß der externen Helligkeit, sowohl als auch den entgegenkommenden Fahrzeugen. Längsseitig profitiert das HR-V von einer eher flexiblen und dynamischen Linie. Wir haben die am hinteren Teil versteckten Griffe geschätzt. Der gut geformte hintere Teil trägt dazu bei, dem HR-V eine gute Penetration in der Luft zu verleihen, mit für Vorteil ein begrenzter Verbrauch und verminderten Rolllärms. Seitens Hauses, Bewohnbarkeit, schlägt das HR-V 5 eher geräumige Plätze vor. Wenn die vorderen im Einklang mit dem Standard stehen, bieten die hinteren Plätze geräumig Größe an. Die Beinbreite hat nichts, großen Limousinen zu beneiden. Die Garage, Entschuldigung, der Koffer bietet 448 Liter in normaler Position und 1473 Liter mit gekippten Sitze, fast einen Klassenersten in diesem Segment. Das Büro oder Cockpit ist ebenfalls völlig ausgerichtet und wurde auf Ergonomie und Sicherheit getrimmt. Alles passiert am, oder hinter dem Lenkrad. Die Beherrschung aller Elemente wird eine gewisse Leere verlangen. Für Modularität ist das HR-V genauso wie der Jazz oder CR-V mit dem Sitzsystem Magic Seat ausgestattet. Dies erlaubt, die Ladungshöhe bei den hinteren Sitzen merklich zu erhöhen. Der Koffer bietet einen sowohl niedrigen Zugang als auch eine große Öffnung an. Interessant, um bei IKEA oder anderswo ein bisschen schnuppern zu gehen. Als Motorisierungen bietet Honda nur zwei Varianten an. Eine 1,6 Liter IDTEC Dieselversion mit 120 PS und 300 Newtonmeter und ein 1,5 Liter VTEC Benziner mit 130 PS und 155 Newtonmeter. Diese zwei Varianten können von automatischen oder manuellen Getriebe unterstützt werden. Unser etwas kurzer Versuch hat uns nicht erlaubt, Verbrauch, Beschleunigungen, Bremsung oder andere sehr technisch zu messen. Unser Urteil wird also subjektiver als technisch und mathematisch sein. Beim Fahren hat uns das HR-V eher überrascht. Die Dieselversion unseres Tests zeigte einen munteren Charakter, fast nervös, sobald man es ein wenig kitzelte. Wir haben uns in wendigen und gebirgigen Regionen begeben und sind durch die Schnelligkeit und die Reaktivität des HR-V positiv überrascht worden. Die Härte der Aufhängungen überraschte ein wenig. Für ein Fahrzeug mit städtischen, familiären und praktischen Tendenz scheint er fast sportlich orientiert. In intensiver Verbrauch haben die Bremsen ebenfalls einen gewissen Mangel an Aushaltevermögen gezeigt. Ab Oktober ist das Honda HR-V schon ab 22.500 Franken auf dem Markt. Die Basisversionen scheinen ziemlich gut ausgestattet. Fügen Sie einige Optionen dazu und den Zugang zur Multimedia-Welt mit der Android- oder Apple-kompatiblen Konsole, steht Ihnen zu. Ihr Telefon, die ganze Honda Connect-Welt, wird Sie zwar nicht vor der Polizeihöflichkeit schützen, aber dafür Sie mit Ihren Daten, Musik und Medien zusammen verbinden. Unsere Meinung: Das Honda HR-V ist eher gut gebaut. Auch wenn die Zusammensetzungen gut gemacht werden, bleibt die wahrgenommene Qualität ungleich. Die Sitze sind komfortabel, die Ausstattung in unseren Fahrzeugen komplett. Es wäre schwierig, ein Fahrzeug zu kritisieren, das ihnen so viel Komfort bietet, wenn man den Preis davon nicht kennt. Die Bordumgebung ist hell,
Die leicht erhöhte Fahrposition wird gewiss zu vielen Fahrern passen, indem es eine gute Ansicht zum Verkehr schenkt. Alle Unterstützungen fürs Fahren und Sicherheit sind da. Die Kürze dieses Tests erlaubt uns nicht, ein Endurteil hervorzubringen. Er hat uns allerdings erlaubt, ein Fahrzeug, das eher einen vollständigen und gut gemachten Eindruck gibt, Komfortbieter und Platz zu bieten. Allein ein vollständigerer Test wird erlauben, es festzulegen. Jean-Louis Vidal Rotantmotor. CH.